Moin, moin, ihr Lieben, und zwar kommen wir heute mal wieder zu einem sehr lang ersehnten Video. Wir haben schleifen lassen. FAQ. What the fuck? FAQ heißt eigentlich meistgestellte Fragen, Striker. Du kriegst alles, was es gibt, kriegst du auf jeden Fall durcheinander. Thumbs up dafür. Und zwar, leider Gottes, wollte ich die ganze Zeit eine Location suchen. Keine Location gefunden. Wenn es dann irgendwie an der Zeit war, wo du Bock hattest, irgendwie das zu machen, Scheißregen. Es war nur Dreckswetter. Jetzt habe ich mir gedacht, komm, bevor das komplett in die Länge schleift, ziehst du zu und machst es jetzt. Und zwar fangen wir direkt an, bevor es zu lange wird. Erstmal von Viper Gaming. Die letzte Frage quasi, die ich euch fürs nächste Video gestellt habe, war, welche drei Dinge würdest du auf eine einsame Insel nehmen? Viele Leute haben bei dem neuen Video schon untergeschrieben, ich würde das und das Gaming Setup und so. Leute, ihr seid auf einer einsamen Insel. Wow, ich würde mir vielleicht ein Telefon holen, mitnehmen, mit, also ein Akku, dass das auf jeden Fall gut geladen ist und ich dann auch anrufen kann, wenn ich wieder nach Hause will, weil es hat ja keiner gesagt, wir klemmen da fest. Und dann würde ich noch zusätzlich ein Jagdmesser mitnehmen. Moment, ich habe da gerade eins da, das würde ich noch mitnehmen. Und dann würde ich noch ein Feuerzeug mitnehmen, falls mir kalt ist. So, das sind die drei Sachen, die ich mitnehmen würde. Finde ich auf jeden Fall eine ganz, ganz witzige Frage. Wir kommen in dem Video auch wieder zu etwas. Auf jeden Fall fangen wir einfach mal an. Und zwar hat der Play gefragt, was ist für dich Charakterschwäche? Sonst Top-Video, mach weiter so. Danke auf jeden Fall. Charakterschwäche. Charakterschwäche ist für mich, sich zu verstellen vor anderen Leuten. Jeder ist alt genug, jeder ist für sein Leben verantwortlich. Und ich finde, sich vor anderen Leuten zu verstellen, finde ich Charakterschwäche. Jedes Problem kann man offenbaren, jede Sache kann man sich irgendwie auch ansagen. Und ich denke mal, jeder, der nur einen nötigen Gripsanteil in der Birne hat, wird damit umgehen können, ob Freunde, Familie, Verwandte oder was auch immer. Aber ehrlich wird am längsten, würde ich halt immer sagen. Damit gehen wir weiter. Atomix fragt, wann kommt der Kochstream? Der Kochstream, wir haben es, Leute, für die Leute, die im Stream am Start sind, wir haben es on-stream besprochen schon, was wir denn machen. Jetzt muss ich Madame da noch zu kriegen, dass wir das hinkriegen, muss das Setup irgendwie runterkriegen, dass ich auch gleichzeitig den Chat lesen kann und was auch immer. Und dann sollte der Kochstream eigentlich am Start sein. Bist du den Zwerg am Heaven Bean? Skuddel! Auf jeden, Diggi! Hier könnt ihr euch selber dann noch durchlesen, was die Leute geschrieben haben zu den, was die mit auf die einsame Insel nehmen würden. Aber darunter kommt noch die Frage, wie kommt's, dass du eine Kette trägst? Gibt es dahinter eine Story? Die Story habe ich schon öfters erklärt. Ich hatte damals eine Kette, habe ich von meinem, ich denke mal, das wird darauf plädieren, hatte ich von meinem großen Bruder geschenkt gekriegt und hatte mir gedacht, okay, alles klar. Hatte die allerdings damals bei so einer kleinen Keilerei mal verloren und habe dann mir notgedrungen eine neue kaufen müssen. So, und seitdem ist das tatsächlich auch so ein Markenkennzeichen. Ohne die erkennt man einen nicht. So, viele Leute sagen, oh, Bonze oder so. Nee, es war damals ein Geschenk. Ich mag Schmuck. Ich bin einer, der gerne Schmuck mag. Ich trage auch einen kleinen Ohrring. Guter Fokus. Trage auch einen kleinen Ohrring hier. Hab ja auch ein Armband und trage ja auch eine Uhr öfters. Also, ich mag Schmuck. Ist einfach so mein Thema. Hier auch nochmal. Würdest du gerne mal Motocross fahren? Madi. Gerne sogar. Ich müsste erstmal einen Crossführerschein haben, beziehungsweise einen Motorradführerschein für die Kubikklasse. Und würde ich natürlich gerne machen. Allerdings bin ich momentan durch die Schulterprobleme sehr gehandicapt. Das habe ich auch schon beim Mountainbike-Fahren bemerkt, leider Gottes. Aber auf jeden Fall würde ich sehr, sehr gerne machen. Was waren deine Jugendsünden im Alter von 13 bis 17? Von 13 bis 17, ich habe, seitdem ich 13 bin, habe ich geraucht. Das ist zumindest eine Jugendsünde. Wir haben damals viel, viel, viel Scheiße gebaut. Humane Scheiße. Also sie war nicht groß, sie war eher human, sagen wir es so. Ja, so Klingelstreiche oder was auch immer, aber das sind diese kleinen Sünden. Ja, ich glaube, da kommen wir in Special-Video oder On-Stream mal ein bisschen direkter drauf, können wir da eingehen, weil da könnte man sich echt wirklich ausmerzen und wirklich bis ins Detail hochgehen.
Was hat dein Tattoo für eine Bedeutung? Gehen wir auch nochmal direkt drauf ein. Ich weiß, viele Leute haben sich schon mal gefragt, was mein Tattoo für eine Bedeutung hat und alles Mögliche. Es geht ja quasi hier einmal rum. Da gehen wir aber auch nochmal ein ganz normales Video drüber und beziehungsweise versuche ich euch da die Bilder zu drücken, dass ihr wisst, okay, das und das und versucht dazu gleich die Bedeutung zu machen, okay? Was ist das nächste Ziel, das du im Leben anstrebst? Chester, gute Frage auf jeden Fall. Moment, erstmal müssen wir hier mal ganz kurz Musik irgendwie mit reindrücken. Grauenhaft, wenn die Musik auf jeden Fall nicht richtig läuft. Ansonsten machen wir ohne Musik, ist auch nicht schlimm. Okay, wir machen ohne Musik, ist auch nicht schlimm. Was ist das nächste Ziel, das du im Leben anstrebst? Das nächste Ziel, ich bin jetzt 26. Mein nächstes Ziel wird auf jeden Fall sein, ja, endlich mal wieder zu arbeiten, ganz normal, weil das mit der Schulter ist tatsächlich momentan schon so, was mich ganz schön auffrisst, weil ich sitze jetzt schon seit Januar, sitze ich knapp zu Hause und habe natürlich viel Zeit für alles hier internettechnische, aber ich habe also meinen gewohnten Alltag nicht und das fuckt ganz schön. Das ist zumindest schon mal das erstmal, dass es mit der Schulter quasi wieder heile wird. Plus, dann geht es natürlich weiter. Ich würde gerne ein Haus bauen oder kaufen. Eher kaufen und renovieren statt bauen, weil bauen kostet A nochmal ein bisschen mehr. Und ja, ich würde schon gerne so ein Haus mir kaufen. Hätte ich Bock drauf. Das wäre so mein nächstes Ziel, was ich anstreben würde. Aber dafür brauchst du den richtigen Degen da drin. Und das dauert auf jeden Fall. Hattest du als Kind viele Freunde und warst du gut in der Schule? Mit welcher Alter hast du angefangen zu rauchen? Mit 13 habe ich angefangen zu rauchen. Ich war immer normal in der Schule, sagen wir es mal so. Also ich war niemals dieses Ober-Genius-Kind, sondern ich war immer eigentlich eher der Faulenzer, der Klassenclown und derjenige, der viele Freunde hatte. Ich hatte wirklich viele Freunde, hatte nie wirklich Probleme in der Schule. Toi, 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 war echt gut, nicht die beste Schulzeit, weil ich viel Stress dadurch mit der Lehrer gekriegt habe. Es war mal so, in der späteren, im späteren Alter war dann doch schon, dass die Schule ziemlich vernachlässigt wurde. Da hast du andere Interessen, dann fängst du an, ja, mit deinen Kumpels und so loszugehen und Schule zu schwänzen. Leider Gottes, Leute, macht das bitte nicht nach. Aber das waren so unsere Sachen. Das zum Thema Jugendsünden vielleicht dann auch nochmal im Extra-Video. So, warte mal. So, damit war es das, glaube ich, auch schon. Und zwar kommt dann nur noch von, und zwar kommt die nächste Community-Frage. So an euch quasi. Für die Leute, die das Video natürlich zu Ende geguckt haben und jetzt wissen, okay, Striker, du hast die Frage soweit beantwortet. Frage wieder an euch. Erstmal, ihr könnt hier unten wieder alle Fragen reinstellen, die ihr wollt. Wird im nächsten FAQ-Video höchstwahrscheinlich wieder mit Location. Ne? Wie gesagt, tut mir leid, dass ich das euch jetzt erstmal nicht erbringen konnte. Aber ja, Striker, Cut-Foul, wie immer. Nächste Frage auf jeden Fall an euch. Ein Grizzlybär gegen 4 Waschbären. Wer würde eher gewinnen? Vielleicht für euch mal so eine kleine Nebenfrage. Erstmal Al Gore, danke für diese Community-Frage auf jeden Fall. Wir werden, wie gesagt, stellt hier erstmal, Leute, danke für eure Resonanz, Leute. Das zeigt mir, okay, Striker, mach nochmal FAQ-Videos. Ich soll höchstwahrscheinlich diese FAQ-Videos auch genau mit Locations wieder machen. Dieses Mal leider nicht. Es tut mir leid. Die nächsten werden auf jeden Fall kommen, aber ich wollte es nicht so lange schleifen lassen. Dementsprechend, Leute, haut unten noch ein paar Fragen rein. Vielleicht fällt euch noch was ein. Ansonsten sehen wir uns im Stream, Leute. Thanks for enjoy und Hashtag wir sind die Community. Ihr Lieben, ich wünsche euch was. Haut rein. Macht's gut und ciao, ciao.